Hey Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Northern Express. Heute ist Tanja leider nicht dabei, aber ich denke, dass wir das auch alleine hinbekommen. So, gehe ich erstmal los. Zack, zack, zack. Also, wenn ich mich recht erinnere, ist es so, dass wir hier hängen geblieben sind mit den Nummern und dass wir einen vierstelligen Code brauchen. Ich meine, ich hätte gerade was an der Tür klopfen gehört. Hallo. Oh, ja, was gibt's? Was machst du gerade, Merlin? Okay, das ist Tanja. Was willst du eigentlich? Mir ist langweilig. Hast du was zu tun für mich? Oh. Wir haben Glück. Sie kommt doch in die Aufnahme. Also, let's go. So, Tanja. Jetzt kann's ja losgehen, nur, letztes Mal hatte ich ganz große Probleme mit dem Zettel hier. Hast du da einen Tipp? Die Zahlen sind 6, 8, 4, 2. Was? Du weißt die Zahlenkombination? Ja, ist doch einfach. 6, 8, 4, 2? Das muss ich unbedingt ausprobieren, das glaube ich dir nicht. Doch, das stimmt. Das weiß doch jeder. 6, 8, 4, 2. Nicht 3. 2. Und Tanja, du bist dir wirklich sicher, dass es so ist? Ja. Ich vertraue dir einfach mal. Und wir werden sehen, was passiert. Go. Was passiert? Genau gar nichts. Wir haben jetzt ein bisschen rumprobiert, aber irgendwie funktioniert es nicht. Es wäre sehr nett, Tanja, wenn du mal übernehmen würdest kurz. Okay, ich rück mal beiseite. Okay, passt schon. Okay, Die Zahl ist richtig, aber etwas stimmt mit dem Papier nicht. Okay, das ist interessant. Du meinst also, es ist genau die gleiche Zahl? Also diese 6, 8, 4, 2? Ja, genau. Dann tippst du mal ein. 6, 8, 4, 2. Und fertig. Okay. Nun ab in den Trichter damit. Hoffentlich geht es. Guck, hat doch funktioniert. Perfekt. Weiter geht's. Wo sind wir denn hier? Was macht die Prinzessin hier? Hat die den etwa vergiftet? Also wir hatten ja vorhin Sky noch im Verdacht. Aber jetzt ist sie anscheinend die Prinzessin. Test kommentiert. So. Irgendeine Idee, was wir machen sollen, Tanja? Keine Idee. Nix? Okay, dann lade ich dich mal durch und zeig dir was Lustiges. Hier ist Essen. Kuchen. Du wirst dick. Och, komm schon. Ich werd niemals dick. Ah, da ist ein Schalter. Ich habe zwar keine Ahnung, was er gemacht hat, aber werden wir gleich sehen. So, noch mehr Kuchen für mich. Dann muss er schön fett werden. Was sind das hier? So. Hä, irgendwas müsste er doch gemacht haben. Also ich habe ja was gehört. Oder hast du nichts gehört? Nein. Du hast nichts gehört? Wir machen es gerade nochmal. Immer noch nicht. Dann sieh doch sogar was. Ah, jetzt sehe ich was. Da hinten. Hä? Ich sage dir aber nicht wo. Du musst es wenigstens diesmal selbst herausfinden. Ganz warm. Nicht zu viel essen. Ja, ich bin ein Fressack. Hast recht. Aber soll ich denn etwa verhungern? Nein, das wäre auch schlecht. Da oben. Ich bin so schlau. Endlich hast du es gefunden. Ich stelle mir nur eine kleine Frage. Wie kommt man da hin? Ich weiß es, sag es dir aber nicht. Hahaha. Na, damit nicht. Mit all diesen Knöpfen nicht.
Also was? Ich brauche echt deine Hilfe, Tanja. Bitte. Sag mir, wo geht's hier raus? Kleiner Tipp, Knopf. Ach, ja, den Verdacht hatte ich auch schon, dass es noch einen zweiten Knopf gibt, beziehungsweise Schalter. Es wäre aber sehr nett, wenn du mir sagen würdest, wo dieser ist. Nö. Muss man den hier etwa länger drücken? Muss man das aus dem Ofen rausholen? Oder was aus der Dingens? Ich sag nichts mehr. Ach, komm schon. Nein, keine Tipps mehr. Ah! Den hab ich jetzt gefunden, Tanja. Ha. Was für eine schlechte Lache. So. Jetzt heißt es Jump and Run. Und nicht. Tanja, nein, nicht in die Tastatur rein. Lass es. Sonst darfst du es ganz alleine springen. Und die nächste Aufnahme musst du dann alleine machen. Und diesmal habe ich selbst gefailt. Zack, zack. Oh, das ist auch auf Deckenhöhe. Das ist echt ein bisschen blöd. Das kann brauchen. Was mache ich denn falsch? Das liegt nicht an dir, Tanja. Sorry. Woran liegt es denn dann? Das liegt daran, dass es einfach deckenhohe Sprünge sind. Ich kann ja hier nicht gescheit springen. Also muss ich streng genommen eigentlich rüberrennen. Also, Leute, wir sehen uns, wenn ich es geschafft habe. Oder wenn ich es jetzt schaffe. Haha. Nicht. Supi! Und schon bin ich drüben. Erstmal hier ein bisschen rum, sneaky, sneaky. Ich bin sneaky. Ja, du bist auch sneaky, was? Tanja, du bist die Obersneaky. Weißt du, ich geh mal hier runter. Oi. Was ist denn? Das schreit nach Schwierigkeit. Sieht tatsächlich nicht einfach aus. Hä? Also, es gibt. Alles klar. Also eine Sache habe ich schon geschafft, aber ich frage mich nicht, wie. Ich habe es doch gesehen. Da ist so. Schmeißen wir mal den Wollblock da drauf. Noch irgendwas anderes drücken. Mein Glück habe ich so viele Items, sonst hätte ich echt ein Problem. Mal gucken. Immer noch nicht weg. So, macht keinen Geräuschunterschied, also dann macht es auch keinen Sinn. Das ist ja echt ein schwieriges Rätsel. Für mich ist das immer einfach. Ja, komm schon, lass mich runter. Das ist wahrscheinlich das da hier oben. Ja, perfekt. Was ist gerade passiert? Ich habe keine Ahnung. Tanja, das sieht nach einem Labyrinth aus. Ich würde mich freuen, wenn du bei mir bist. Ich bin bei Oh. dir. Das ist wie ein Licht. Ich habe Angst in Labyrinthen. Dann bist du schlecht. Nein, das heißt nicht, dass ich schlecht bin. Ich würde sagen, ich mache das jetzt für dich, Oh, aber nein, komm ich schon. mache es nicht. Lenk dich doch bitte nicht ab. Das Labyrinth ist schon so groß. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Ah, da kommen wir schon nicht durch. Und bei der Hilde, das ist aber schon doll. Ja, lol, lol.
Na, gucken, wo ich hier überall hinkomme. Du wirst nur eine Sache finden. Ein Bett, in dem ich mir nachts schlafen kann. Und übrigens, deine Aktion vom letzten Mal mit den nach 2 Stunden wieder ins Bett wollen, war echt blöd. Also lass es. Schlafen ist gesund. Och ja. Und ich bin süchtig danach. Ich brauche meinen Schlaf. Und bin müde wie ein Schaf. Aber du kannst mir gerne helfen, noch irgendwas zu finden. Wäre ich dir sehr dankbar. Da Ich kommen wir nicht reime durch. aber Müssen lieber. wir aber auch nicht. Keine Ahnung, wo das hinführt. Wir mal in die Offhand. Wenn du schnell genug bist, kannst du über den roten Teppich gehen. Ja, okay. Also du meinst, man kann da jetzt hier so durchgehen. Ja, das sollte klappen. Was? Geht doch. Warum geht das? Ich weiß nur, dass es geht, aber nicht warum. Warum geht das? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Bug. Ja, genau. Sieht hier ähnlich. Ist nur eine Vermutung. Also hier komme ich natürlich immer noch nicht durch. Aber es sieht schön aus mit diesen ganzen Büchern. Schauen wir mal, was haben wir denn da drin? Erstmal ein bisschen aufräumen. I always loved you. Ich hab dich schon immer geliebt. Oh nein, das wird schwer. To dispense mein card start. Diesmal keine Hilfe von mir. Also so ist es. Ach, ich bin so ein Schlaukopf. Hahaha, du bist voll schlau. Ja, ich bin schlau. Super schlau. Schlau in der ironischen Weise. Ja, ich kann Ironie. So, und zack. Das müsste eigentlich schon ausgereicht haben. Ja, hat's auch. Perfekt. Du hast mal was geschafft. Oh, dort ist Laffer. Da fällt mir ein, dass ich dir etwas erzählen Ach, wollte. nein, bitte jetzt nicht ablenken. Das wird schwer für mich. Ich muss mich jetzt entscheiden und schauen, was los ist, Tanja. Ja, okay. Was könntest du denn für mich jetzt machen? Weißt du was? Ich habe das Gefühl, dass jetzt gleich was Blödes passieren wird. Also darfst du den Hebel umlegen. Hier. Gib mal her. Nimm mal. Und go. Nein, Mach. will nicht. Warum willst du nicht? Weil halt. Jetzt mach. Jetzt. Nö. Mach. Okay, ich mache doch. Ist doch nichts passiert. Ah. Okay, aber dann springe ich für dich halt. Das ist schon besser. Zack. Was hast du Jetzt gemacht? hab ich's gemacht. Das war ein Trick. Du solltest es auch machen. Du bist drauf reingefallen. Das ist schlecht. Eigentlich sollte ich dich jetzt auslachen, aber ich will fair sein. Und die Map ist zu Ende. Was ein trauriges Ende. Dann chill erstmal, ist doch nur ein Spiel. Auf jeden Fall finde ich es extrem gut, dass du wieder dabei warst, Tanja, weil die Leute freuen sich total, dass du einfach dabei bist. Und möchtest du den Leuten irgendwas Ich mitgeben? würde am liebsten ihnen einen Computer schenken. Nein, keine Gegenstände, irgendwas was anderes, irgendwas Wörtliches. Treffen sich zwei, kommen beide nicht. Okay, also einen Witz wolltest du ihnen mitnehmen, geben? Ja, wieso denn nicht? Die freuen sich bestimmt. Ja, auf jeden Fall. So. Da sind wir am Ende angekommen. Tanja, du hast ja schon deinen Satz gesagt. Das war eine nice Map. Alles, was dort hinten steht, habt ihr ja schon durchgelesen, hoffentlich. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Like freuen und Tanja bestimmt auch. Ja, immer. Und damit sage ich jetzt Tschüss. Und ach stimmt, ich hab's ganz vergessen. Tanja, willst du nicht auch noch Tschüss sagen? Tschüss.